Bomben bauen. Bomben bauen schreibt man anders, Dummerchen. Technik ist eigentlich gar nicht so gruselig, oder? Siehst du, Fledermaus-Guano explodiert, wenn man weiß, wie man es mischen muss. Was? Das ist eine Vorlage für aufklebbare Etiketten. Na, sieht das nicht professionell aus? Schlag ein! Ja. Ja, ich glaube, die werden heute noch ganz schön Augen machen. Danke, Percy! Wow! Also so adressiert man ein Paket richtig. Von dem könnte Ted noch einiges lernen. Stinkt das Paket nach Fledermaus-Scheiße? Oh ja. Dann nicht aufmachen! Nein, weißt du was? Doch, mach's auf! Schrei mich nicht so an, Mann! Und wo sind deine Arme, du Idiot? Du siehst dumm aus. Aber ich hab vielleicht schon gewonnen. Und das hört sich gut an. Der war gut, Ted! Der war gut! Ich kann gar nichts hören! Moses? Was will der Wichser? Er hat's aufgemacht! Die Nachricht hat er verstanden! Heiliger Strohsack! Ich hab vielleicht Satan getötet. Jetzt wird's heiß. Wir müssen untertauchen. Oder auftauchen. Nach oben. Oben rauf. Weißt du, was ich meine? Auf die Erde? Dein Körper ist doch noch oben, Ted. Er liegt eingefroren in der Hütte. Wenn wir deine Seele wieder in deinen Körper kriegen, können wir so viele Leute in die Luft jagen, wie wir wollen. Ach, du hast recht. Scheißen wir auf den verdammten Laden hier. Oh, Moment. Das haben wir schon. Wegen der ganzen Fledermaus. Ja, schon klar. Ich hab den Witz schon verstanden. Ist noch völlig unverändert. Nur ein Zimmer, aber ziemlich zugig. Ziemlich zugig. Angela, du hast auf mich gewartet. Und mein Körper mit den Steppschuhen ist auch noch genau da, wo ich ihn gelassen habe. Hey, probier ihn an. Mal sehen, wie es aussieht. Alles klar. Oh, da ist er ja. Sieh dir den Typen an. Du bist wieder da, Mann. Hey, du siehst wirklich gut aus. Ich weiß, dass wir hier keinen Strom haben, aber... Cliff, wir besorgen ein Telefon, wir besorgen WLAN, wir werden Leute in die Luft sprengen. So professionell, wie du es mir gezeigt hast, oder? Dreh dich um, Mann. Zeig mal, ob deine hübschen Beinchen funktionieren, hä? Ja! Du und ich, Mann, wir kriegen das hin. Das FBI, bitte. Ja, ich habe einen Hinweis zum Öko-Fusel-Bombenleger. Ja, gibt's die 2 Millionen $ Belohnung noch? Als letzte Mahlzeit hätte ich gern einen frisch gebackenen Eichelkuchen. Kokain und Nutten für 2 Millionen $. Boom, weg. Ich hatte vorher noch nie Alkohol probiert. Ist doch unglaublich, oder? Es war der Wahnsinn. Die Lötstellen auf meiner Hauptplatine haben sich gelöst. Mir ist die Festplatte durchgebrannt. Kein Scheiß. Sowas passiert schon mal, wenn man die Sau rauslässt, weißt du? Vegas, Baby. Ja, klingt, als hättest du es richtig wild getrieben. Das hab ich. Das hab ich sogar sehr. Kriegst du das, oder was? Was kriegen? Das Dokument, das ich dir schicke. Hey, Ted! Troy? Krieg ich mal bitte kurz deinen Computer? Hey, sorry wegen der Hütte, Mann. Mein CD-Rumlaufwerk spinnt. Ich werde dir die Augen ausstechen. Hey, Ted! Willkommen zurück, Kumpel. Komm mal mit, ich habe einen neuen Job für dich. Ich komme wegen der Augen wieder.